Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Tavria Cohen und als Medico-Geschäftsführer darf ich euch, Sie, herzlich willkommen heißen heute. Heute feiern wir eine veritable Erfolgsgeschichte, das 20-jährige Jubiläum der Stiftung Medico International, die dank einer handverlesenen Zahl von Großspenderinnen und Spendern, die auch heute mit uns eng verbunden sind, an den Start ging und seit der durch viele große und kleine Zustiftungen heute so aufgestellt ist, dass sie immer stärker dazu beiträgt, Medicos Existenz langfristig zu sichern. Damit ginge unsere Hoffnung auf, dass es Menschen gibt, die ihr Vermögen auf Dauer einer Organisation zur Verfügung stellen würden, die der Tradition eines emanzipatorischen Internationalismus verpflichtet ist. Ein Aufruf zur Gründung einer Stiftung, der damals unter anderem von Margarete Mitscherlich, Eva Demski und Paul Parin unterzeichnet wurde, heißt es auch in dem Sinne, und ich zitiere: In einem Punkt unterscheidet sich Medico International von vielen anderen international tätigen Hilfsorganisationen. Selbst auf die Gefahr hin, sich missliebig zu machen, nimmt Medico International zu den Hintergründen aus Not Stellung und drängt auf Veränderung. Die nachhaltige Überwindung von Not, heißt es dort weiter, erfordert einen langen Atem sowie die Ungebundenheit von staatlichen Interessen und medialen Konjunkturen. Beides bedarf einer unabhängigen finanziellen Basis und das haben wir mit dieser Stiftung geschafft und dafür sind wir auch sehr dankbar. Nicht nur dafür sorgte die Stiftung seit ihrer Gründung. Unsere Stiftungssymposien haben entscheidend zur politischen Willensbildung und zum theoretischen Verständnis unserer Zeitläufe in der Organisation Medico beigetragen, aber auch darüber hinaus in kritischen, entwicklungspolitischen und linken Milieus. In diesen Zeiten wachsender Orientierungslosigkeit ist ein solcher Ort der Reflexion notwendiger denn je. Denn wir steuern auf autoritäre Zeiten hin. Das Menschen- und Völkerrecht sind nicht nur für Putin, sondern auch für den westlichen, im Abstieg befindlichen Hegemon keine Bezugspunkte mehr. Siehe Gaza oder die Folgen der europäischen Externalisierungspolitik in Sachen Flucht und Migration im Sahel. Und im Fahrwasser der Kriegslogik entsteht ein deutscher Nationalismus neu, in dem Obrigkeitsstaat nach innen und Grenzschließungen nach außen eine nach rechts sich wendende Mitte widerspiegelt, von der man sich genauso fürchten muss, wie von einer Unregierbarkeitsstrategie einer AfD. Zwischen neoliberaler Mitte und rechtskonservativen bis faschistoiden Kräften scheint es für eine kritische Zivilgesellschaft kaum noch einen Platz zu geben. Ist also ein Symposium mit dem Titel Visionen einer anderen Globalität inmitten solcher Abwehrkämpfe völlig aus der Zeit gefallen. Gar ein Zeichen von Hybris, Wahn. Ich gestatte mir, andere Meinung zu sein. Wir müssen uns zwar unbedingt einstehen, dass die globale Bewegung, dass die Losung eine andere Welt ist möglich, trug und als deren Teil Medico sich immer verstanden hatte, eine tiefe Niederlage erlitten hatte. Noch nie waren sie so weit entfernt von deren Einlösung wie heute. Daraus folgt, dass wir zusammen mit unseren Partnern weltweit verbliebene diskursive Räume offen halten und in der konkreten Arbeit die Inseln der Vernunft, ein alter Medico-Slogan, als Vorgriff auf das Kommende, auf ein Kommendes und sei es auch so entfernt, praktizieren. Nur, dass die andere Welt, auf die sie verweisen sollten, so weit entfernt ist, wie selten in der Geschichte mehr. Gleichzeitig haben wir in diesen Zeiten politischer Regression, Zitat Jürgen Habermas, hintersehr sich die Kurzsichtigkeit, nochmal Zitat, eines konzeptionslosen Westens verbirgt, keine andere Wahl als über die Mühlen Kurs zu halten in stürmischen Zeiten hinaus, den Wagemut aufzubringen, an einen substanziellen politischen Gegenentwurf zu wagen. Wir veranstalten also dieses Symposium
um eine Gelegenheit des Nachdenkens eben auf diese Weise und einen Ort der Analyse zu schaffen. Wir veranstalten uns aber auch, da werde ich vielleicht ein bisschen weniger ernsthaft, um den langjährigen Geschäftsführer von Medico, Thomas Gebauer, zu würdigen. Er hat Medico 40 Jahre lang geprägt, verkörpert. Seine politische Unbeugsamkeit, nie starrsinnig oder dogmatisch, immer wach gegenüber Veränderungen und politischen Optionen und doch nie euphorisch und unkritisch gegenüber den Bewegungen, die sich als das neue Kollektiv der Revolution verstanden, ist in die DNA von Medico eingeschrieben. Auch die Gründung der Stiftung Medico International ist wesentlich Thomas Gebauers persönlichem Einsatz zu verdanken. Umso froher sind wir, dass er nicht nur das heutige Symposium maßgeblich mitkonzipierte, sondern uns auch weiterhin als Mitglied des Kuratoriums, der Stiftung und darüber hinaus mit Rat und Tat zur Seite steht. Danke dir, Thomas. Gelegenheit auch kurz nutzen, nämlich bei Ramona Lenz, die seit 2021 Sprecherin der Stiftung war, zu bedanken. Auch sie hat als Referentin für Flucht und Migration, als Autorin und Redakteurin des Rundschreibens und als Sprecherin der Stiftung Medico über viele Jahre geprägt. Nun wird sie sich als Referentin der Stadt Frankfurt mit Armut in Deutschland beschäftigen und wir freuen uns auf den künftigen Austausch mit ihr. Danke, Ramona. Und so ist dies auch die Gelegenheit, heute eine neue Sprecherin der Stiftung einzuführen. Ihnen alle natürlich keine Unbekannte. Ich freue mich, dass Anne Jung, die man mit Fug und Recht ein Medico-Urgestein nennen kann und die maßgeblich den Generationenwechsel bei Medico in den vergangenen Jahren erfolgreich gestaltet hat, diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen wird und auch die Gestaltung künftiger Symposien. Vielen Dank dir, Anne. Nur kurz zum Ablauf des heutigen Tages. Sie haben alle im Programm des heutigen, Sie haben alle das Programm des heutigen Tages ja vorliegen. Leider musste es Shalini Randera absagen. Die gemeinsame Mittagspause findet von 13 bis 14 Uhr mit einem Buffet im Pastell, also im Nebenraum statt. Ich muss Sie bitten, die gesamte Fläche des Erdgeschosses zum Essen zu nutzen. Es ist ja sehr voll. Und bei gutem Wetter, es ist gutes Wetter, kann natürlich auch draußen gegessen werden. Wichtig ist, dass Sie sich wieder pünktlich im Saal einfinden, damit wir die zweite Hälfte des Tages um 14 Uhr starten können. Dann die heutige Veranstaltung, das müssen wir immer sagen, wird ausgezeichnet und im Nachgang auf die Webseite geladen. Falls Sie dahingehend Einwände haben sollten, melden Sie sich bitte bei uns. Und bevor ich nun Thomas Gebauer auf die Bühne bitte, möchte ich mich noch recht herzlich bei allen heute involvierten Personen bedanken, bei den Praktikanten, Werkstudierenden, Mitarbeitenden, die an der inhaltlichen und organisatorischen Planung und Umsetzung beteiligt waren. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen dem Stiftungssymposium viel Erfolg und vor allen Dingen gute Debatten und übergebe an Thomas, der in den heutigen Tag einführen wird. Thomas, bitte. Ja, dann auch von mir ganz herzlich willkommen. Ist es jetzt zu hören? Ja, ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung eine so große Resonanz findet und das spricht wohl auch für das Thema, was offenbar den Hintergrund vielen auf den Nägeln brennt. Es ist super, dass so viele da sind und es ist auch ganz toll, und das hat mich richtig gefreut, dass alle, die mich angesprochen haben, hier vorzutragen, spontan zugesagt haben. Auch Shalini hatte zugesagt, aber musste dann aus privaten Gründen absagen. Ja, es ist auch wunderbar, dass ihr mir die Gelegenheit gebt, Zafir, du hast es schon erwähnt, nochmal ein solches Symposium zu konzipieren.
Das beschäftigt sich auch mit vielen Themen, die ich zuletzt betreut habe. Und das werden Sie vielleicht dann auch merken, wenn wir jetzt, wenn wir in dem Tag weiter vorankommen. Deswegen hatte ich gefragt. Gut, dann gehe ich näher ran, dann geht es wunderbar. Also das verspricht eine interessante Tagung zu werden, deswegen keine lange Vorrede. Ich will nur ein paar Sätze sagen zur Einführung in die Veranstaltung selbst. Der Titel, gegen die Alternativlosigkeit, Visionen einer anderen Globalität, ist natürlich ein hehrer, ein großer Anspruch und wird wahrscheinlich auch entsprechend große Erwartungen wecken. Das ist aber gut so, finde ich, denn ohne eine Beschäftigung mit dem, mit Ideen, die zeigen, dass es auch anders geht, werden wir, glaube ich, die bestehende Krisenhaftigkeit in der Welt nicht bewältigen können. Es wird notwendig sein, immer auch deutlich zu machen, dass das, was existiert, nicht alternativlos ist. Es ist höchste Zeit, dass wir dieses Diktum der Alternativlosigkeit, was sich tief in die Köpfe von Menschen eingegraben hat, abschütteln. Und Sie alle beobachten, dass es gibt so etwas wie ein wirklich eigentümliches Paradox, dass eigentlich das Wissen um die zerstörerischen Wirkungen unserer Lebensweise überall bekannt ist und doch das Leben weiter so geführt wird, ein weiter so. Dieses Paradox zu ergründen, anzuschauen, was es antreibt, ist, glaube ich, auch die Aufgabe, die wir zu leisten haben, um zu schauen, wie es anders gehen kann. Für mich stimmt bedenklich zum Beispiel, dass heute diejenigen, nicht diejenigen als Terroristen gelten, die diesen Zerstörungsprozess antreiben, sondern die, die den Klimawandel anprangern zum Beispiel. Also diese Umkehrung in der Bedeutung. Und dann macht sich Verunsicherung breit, dann gibt es Zweifel bei den Menschen, ob die Krisen überhaupt lösbar sind. Dann gibt es dieses Diktum von einem amerikanischen Wissenschaftler, der sagt, dass die Mehrheit eher davon überzeugt ist, dass die Welt untergeht, als dass man den Kapitalismus loswerden könnte. Das sind alles Punkte, die auch dazu beitragen, dass rechte Parteien einen Vorteil haben. Dass sie zum Beispiel bei jüngeren Leuten, denen die Zukunft geraubt ist, die mit den Krisen eigentlich nichts zu tun haben wollen, die ihr Leben planen wollen, auf einmal Zuspruch finden. Es ist dringend notwendig, den Rechtsradikalismus zu bekämpfen, keine Frage. Aber es ist vor allem notwendig, dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr Menschen in die Falle der Rechtspopulisten laufen. Wer einmal diesem Gemisch aus Lügen, aus Paranoia, aus Projektionen, aus Hass und Wut anheimgefallen ist, der ist schwer wieder daraus zurückzuholen, das wissen wir alle. Also das ist die Aufgabe. Und wir können diese Aufgabe eigentlich nur leisten, wenn wir überzeugende Gegenideen, Angebote haben, Visionen einer anderen Globalität. Und das ist die Aufgabe des heutigen Tages, sich damit zu beschäftigen. Wir werden es in drei Schritten tun. Wir werden heute Vormittag einen ersten analytischen Teil haben, wo wir uns mit den Umständen, die in der Welt herrschen, auseinandersetzen wollen. Einmal mit den politökonomischen Umständen und Konstellationen, um deutlich zu machen oder zu fragen, was treibt eigentlich diese Rechtsentwicklung und diese gefährliche Entwicklung an? Was sind die Gründe, die wir vielleicht in den objektiven Verhältnissen sehen können? Wir werden in einem zweiten Vortrag uns dann mit dem beschäftigen, wie sich diese Verhältnisse in den Subjekten spiegeln, also mit den subjektiven Verhältnissen, und werden überlegen, was ist eigentlich dazu, warum werden Menschen anfällig für diese Art von Populismus? Das sind die beiden großen Punkte, die wir heute Morgen wesentlich analytisch anschauen wollen, in zwei Vorträgen, ich sage dazu gleich noch mehr. Im Nachmittag werden wir dann in einem ersten Podium uns mit der Frage beschäftigen, was dem entgegengesetzt werden kann, was die großen Grundzüge einer anderen Lebensweise sind. Also in der Frage der Ökologie, in der Frage der Staatlichkeit, in der Frage des Friedens, des Beschäftigens mit Friedens, in der Frage von Gender Justice. Also diese Themen, die werden wir miteinander anschauen, um zu gucken, wie wir daraus ein Bild flechten können, was dann vielleicht die Grundrisse von Visionen einer anderen Globalität darstellen könnte. In einem abschließenden Podium werden wir uns dann nochmal beschäftigen mit den großen philosophischen Ebenen, mit den großen Ideen von Freiheit und Solidarität. Also wir werden dann nochmal eine Stufe höher gehen, um zu überlegen, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen diesen Dimensionen, die so bedeutend für uns alle sind, zu schaffen, wie ist auch so etwas wie eine Balance
zwischen dem Gefühl, zwischen den Freiheitsinteressen von Menschen und gleichzeitig den Notwendigkeiten von Geborgenheit, von Sicherheit zu haben, was sicher auch wichtig ist. Also wie ist die Balance zwischen diesen beiden Ebenen herzustellen? Das wäre so der Ablauf für heute. Ob uns das am Ende gelingt, werden Sie dann selbst beurteilen dürfen, wenn wir am Ende sind. Ich will nur vielleicht noch, ohne jetzt vorzugreifen, sagen, dass es uns ja nicht darum geht, jetzt eine Globalität zu konstruieren oder zu skizzieren, die von oben oktroyiert wird. Es geht nicht darum, etwas zu schaffen, was am Ende so also was wie einen Weltstaat schafft, was man bei den Grünen heute vorwirft, dass sie nur noch alles mit Verboten regeln wollen und so weiter. Sondern es geht darum, eine plurale Vergesellschaftung von der Welt zu fördern, zu schaffen, indem es viel Platz für das eigene und das Fremde gibt. Also eine Vielfalt, eine Diversität von Lebenswelten, die dennoch zusammengehalten werden durch gemeinsame Prinzipien. Und in dem Kontext habe ich zuletzt öfter den Begriff der Translokalität verwendet, um deutlich zu machen, dass längst die Lebensumstände, ob hier oder im globalen Süden, deutlich geprägt sind von globalen Verflechtungen, von einer Räumlichkeit, die nichts mehr mit dem Lokalen allein zu tun hat, mit den Klimawandelkonsequenzen und so weiter. Sie erleben das alles und sehen das ja. Und dass deshalb auch das Lokale so bedeutungsvoll ist, immer auch durchdrungen ist von Globalität. Und in diesem Kontext darüber nachzudenken, wie eine Vision oder Vision einer anderen Globalität zu formen sind, das wäre die spannende Frage. Jetzt habe ich es ein bisschen schwierig gemacht, das will ich mir auch nicht vorgreifen, aber die Podien am Ende werden sich damit beschäftigen. Ich bin auch sehr gespannt, wie Sie das machen werden. So, wir können anfangen mit dem ersten Vortrag. Und der erste Vortrag ist, ich habe es schon angekündigt, einer, der sich mit den objektiven Realitäten befasst, Kapitalismus am Limit, der Titel. Vortrag von Uli Brandt. Uli ist Politikwissenschaftler und Professor für internationale Politik an der Universität Wien. Er arbeitet zu Fragen der kapitalistischen Globalisierung, an deren Kritik und Möglichkeiten politischer Steuerung, zu internationalen Ressourcen und Umweltpolitik sowie zu Lateinamerika. Deswegen fliegt er heute Abend, glaube ich, gleich weiter nach Lateinamerika. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Er hat in all den Jahren immer auf Medico mit Rat und Tat zur Seite gestanden und wird es auch künftig hoffentlich tun. Würde mich sehr freuen. Zusammen mit Markus Wissen hat er ein Buch veröffentlicht, das viele kennen, was fast ein Grundlagentext von Kapitalismuskritik geworden ist. Die imperiale Lebensweise zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus. Sie kennen es vielleicht, wenn nicht, dann kann ich es nochmal empfehlen. Und Sie haben jetzt, also Markus Wissen und Ulrich Brandt, nachgelegt mit einem neuen Buch. Das heißt eben wie der Titel des Vortrages, Kapitalismus Limit. Ich habe es mal hier hingelegt. Ich sage das deshalb, weil um 11 Uhr draußen ein Büchertisch aufgebaut wird, wo Sie dann auch die Bücher von all den Referierenden, die heute da sind, erwerben können, wenn Sie möchten. Vieles lohnt sich wirklich, würde ich sagen. Ja, Uli, die Kritik am Kapitalismus ist ja nicht neu. Was mich fasziniert hat in dem neuen Buch, ist, dass hier nachzeichnet, wie diese imperiale Lebensweise anfängt zu bröckeln. Einmal durch Krisengeschehen oder auch durch Widerspruch und Widerstand aus den Bewegungen selbst. Das hat mich ein bisschen überrascht. Wenn man die Verhältnisse anschaut in der Welt, hat man das Gefühl, das Gegenteil ist der Fall, dass sie immer stärker sozusagen sich verankert. Und deswegen würde ich gerne dich bitten, mit dieser Frage uns jetzt etwas näher zu erläutern, wie der Kapitalismus am Limit ist und was es bedeutet für das Bröckeln der Lebensverhältnisse. Ganz vielen Dank.